wusste noch gar nicht, dass ich moderierte, bis ich hierher kam. Ja, das mittlere Mikrofon? Nehme ich auch das mittlere, na klar. Am Kult, guten Tag. So ist besser, ja? Hört ihr mich? Ich höre mich nur auf dem Monitor. Hört ihr mich? Ja! Okay, danke schön. Ich finde es schön, dass ihr alle wieder da seid oder dass ein paar mehr wieder da sind. Letzte Woche waren wir ein paar wenig bei dem Shitwetter hier am Brandenburger Tor. Ja, wir machen heute Mahnwache, wir machen heute Infoveranstaltung. Ich fange mit einer Info gerade mal an, die ich gerade vorhin bekommen habe. Ich habe ein schönes Buch hier gezeigt bekommen von der Deutschen Bundesbank. Da liegen da hinten auch noch drei Exemplare auf unserem Büchertisch, Infotisch, also Orga, Info, Information. Wir haben eine Pinnwand hier vorne, wo ihr Infos kriegen könnt, wo ihr Infos ranmachen könnt. Wir haben dort vorne einen Infotisch mit einigen Zetteln, mit Büchern. Dort war auch letzte Woche eine Büchertausch-Verschenkbörse. Ich weiß nicht, ob die diese Woche wieder da ist. Wir haben unsere gläsernen Spenden nach vorne und den Infotisch dann auch nochmal hier vorne. So. Und dann wollte ich euch ganz kurz vorlesen, den ersten Satz, zum Giralgeld. Haben wir ja schon einiges gehört manches Mal. Wir wissen ja, wir haben mittlerweile 90% des Geldes ist gar nicht in Papier vorhanden. Das ist alles ja nur Giralgeld. Und jetzt steht hier drin, in dem Buch von der Deutschen Bundesbank, im Unterschied zu Banknoten und Münzen ist das Giralgeld kein gesetzliches Zahlungsmittel. Ist interessant. 90% von dem Geld, das existiert, ist gar nicht offiziell zugelassen. Weiß ich noch nicht, wie wir damit umgehen müssen. So, wir fangen erstmal an mit dem Gruß auf Hannover. Leo, sie liest vor. Ja, bis gleich. So, der Gruß aus Hannover. Die Mahnwache Hannover grüßt alle Menschen auf diesem einzigartigen Planeten. Wir sind uns sicher, der Tag der Wahrheit naht. Der Tag der Wahrheit, an dem wir nicht mehr weiter ignorieren und leugnen können, dass global unhaltbare Zustände diesen an sich wunderschönen Planeten plagen und zugrunde richten. Überall herrscht Krieg und Zerstörung. Folter und Massenmorde sind an der Tagesordnung. Ausbeutung von Ressourcen und Ressourcenverschwendung aus reiner Profitgier findet statt. Umweltzerstörung und damit einhergehendes Artensterben wird geduldet. Die Menschen werden systematisch über ihre Nahrungsmittel vergiftet. Das Wasser wird vielerorts knapp und nicht genießbar. Jetzt soll es auch noch privatisiert werden. Sauberes Wasser ist ein Grundrecht und darf nicht in die blutigen Hände von raffgierigen Konzernen gelegt werden. Großkonzerne und Banken sind die wahren Entscheidungsträger in vielen Ländern und die Politiker sind nur ihre Marionetten. Die Medien berichten nicht unabhängig. Sie verschweigen uns die Wahrheit und belügen uns sogar. Wie lange wollen wir das weiter zulassen? Wie lange haben wir noch Zeit, uns zu besinnen? Wir rufen euch auf, euch gegen diese Ungerechtigkeiten zu erheben, es nicht länger zu dulden, wie mit unserem einzigen Zuhause umgegangen wird. Euch nicht weiter nur im stillen Kämmerlein zu fragen, was kann ich allein schon tun, sondern einfach etwas tun. Verbindet euch mit den anderen. Ihr seid nicht allein. Fangt an, euch zu informieren über das, was geschieht. Seht hin und ignoriert es nicht weiter, nur weil es euch schmerzt und ihr es allein nicht ändern könnt. Gemeinsam schaffen wir es, die Welt zu verändern. Wir sind viele. Am 3. Oktober 2014 ist der erste Tag der Wahrheit. Alle weisungsgebundenen Journalisten sind aufgerufen, kollektiv in Lügenstreik zu treten, den Kriegstreiberdienst zu verweigern, keine Propaganda mehr zu verbreiten und einen Tag lang
nur nach bestem Wissen und Gewissen objektiv zu berichten oder zu schweigen. Im Zeitalter des Internets werden die Massenmedien zum Auslaufmodell. Denn Manipulation und Lügen können sich wegen der zunehmenden Vernetzung der Menschen immer weniger halten. Sinkende Einschaltquoten und Auflagezahlen sind die logische Folge und immer deutlicher erkennbar. Der Jobverlust ist nur eine Frage der Zeit für alle Journalisten, die ihre Redaktionsfirma nicht auf einen ehrenhaften Kurs lenken. Währenddessen tut sich eine immer größere Marktlücke für ehrlichen Journalismus auf. Diese sollten gewissenhafte Journalisten nutzen. In vielen Städten findet am 3. Oktober zum Tag der Wahrheit Aktionen statt. Am Tag der Deutschen Einheit sind die Kanzlerin Merkel und der Bundespräsident Gauck zu Gast in Hannover. Nach dem offiziellen Teil des politischen Programms, in dessen Rahmen sie zu den Bürgerinnen und Bürgern am Hans-Lilje-Platz sprechen werden wir Ihnen ab 11 Uhr einen herzlichen Empfang am Hannover Kongresszentrum bieten und Ihnen unsere Schuhe sowie die rote Karte zeigen. Dies ist unser Zeichen der Ablehnung. Unser Protest gegen die politische Nichtbeachtung des Wählerwillens. Das Volk will keinen Krieg. Mithilfe der Mainstream-Medien soll es aber mit hetzerischer Propaganda vom Gegenteil überzeugt werden. Um an diesem Tag das Weltgeschehen nicht zu kritisieren, sondern die Welt auch ein bisschen besser zu machen, unterstützen und sammeln wir auch vor dem HCC für die Spendenaktion Mahnwachen helfen. Aus der Idee, Spielzeug zu sammeln und dieses ukrainischen Flüchtlingskindern zukommen zu lassen, um sie wenigstens für einen kurzen Moment die Schrecken des Krieges vergessen zu lassen, wurde dieses Projekt in Hannover geboren. Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. So haben sich in kürzester Zeit Menschen aus ganz Deutschland gefunden, die mit ihren individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten unseren Hilfsgütertransport realisiert haben. Menschen, die es nicht mehr akzeptieren wollen, dass die Politik Waffen in Krisenregionen liefert, mit denen Konflikte weiter angeheizt werden. Menschen, die den friedlichen Weg vorleben wollen, sich jetzt selbst konstituieren und dringend benötigte Hilfsgüter anstatt moderner Waffen liefern. Dabei geht es nicht um pro-russisch oder pro-westlich, sondern es geht um die Menschen in den Kriegsgebieten und um die Kinder, die mit dieser Politik nichts am Hut haben. Sie wollen nur in Frieden leben und sind derzeit die größten Verlierer eines Krieges. Dank der tatkräftigen Unterstützung so vieler Menschen werden wir nun in den 3. Oktoberwoche den ersten Transport mit mindestens einem LKW starten. Dieser wird unsere Hilfsgüter nach Kremenchuk bringen. Das ist allerdings nur der Anfang, denn die meisten Mahnwachen und viele fleißige Helferlein beginnen gerade erst mit diesem Projekt. Wir haben noch endlos viele Möglichkeiten, Quellen und Kooperationen, die gerade erst entstehen, um mit diesem Projekt langfristig Brücken zur ukrainischen Bevölkerung zu bauen. Hier entsteht gerade etwas ganz Großes, mit dem wir aus dieser Bürgerbewegung ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen. Wir zeigen, dass wir sehr wohl etwas dagegen machen können, wenn wir einfach nur ins Handeln kommen und so unserer Verantwortung souverän gerecht werden. Alles ist möglich. Wir müssen es einfach nur tun. Hannover wünscht allen Menschen einen friedvollen Montagabend.